Geliebte Menschen, geliebte Menschen der Erde, wir hören gleich die Botschaft von Itrim und ich bitte jeden Einzelnen von euch, einen tiefen Atemzug zu nehmen und zu spüren, wie das Licht der Liebe sich ausbreitet in eurem Herzen und euch in die Schwingung des Lichtes hineinträgt. Beginnt nun diese Schwingung zu halten, denn ihr werdet jetzt die Botschaft von Itrim zu hören bekommen. Mit dem Segen des Lichtes von Procyon begrüße ich euch, liebe Menschen der Erde. Seit sehr langer Zeit beobachten wir das, was bei euch geschieht. Und wir können sagen, dass sich die Gegenseite immer neue Dinge einfallen lässt, um euch gefügig zu machen. Wir haben festgestellt, dass man möchte, dass ihr die Menschen nichts wissen dürft und nur konsumieren sollt. Die Gegenseite trägt den Wunsch, Krieg, Epidemien, Knappheit und Notstand auf der Erde zu erzeugen. Dies sind alles Mittel, um euch, ihr lieben Menschen, in Angst und Schrecken zu versetzen und gefügig zu machen. Man möchte euch dazu bringen, in ständiger Angst zu leben, um euch manipulieren zu können. Das Ziel ist es, euch alles vorzuschreiben, was ihr tun sollt und wie ihr leben sollt. Das noch größere Ziel ist es, eine neue Menschenrasse zu erschaffen, indem man eure DNA zu manipulieren versucht. Dies kann aber nur gelingen, wenn alle Menschen auf der Erde in ständiger Angst gehalten werden und dadurch gefügig sind. Denn diese Menschen, welche in der Angst sind, lassen sich sehr leicht in die Irre führen und sie stellen keine Fragen. Der Plan der Gegenseite ist, ihre Macht über alle Menschen erreichen zu können. Dafür wird es weitere Angriffe auf euch geben. Es werden neue angstmachende Szenarien erfunden werden, um genau die Menschen zu erreichen und zu manipulieren, welche sie bisher noch nicht erreichen konnten. Wir wissen aber, dass die meisten von euch diese Maßnahmen durchschauen werden. Wir vertrauen euch und ihr solltet auch wissen, dass jegliche Angst aus dem Ego herauskommt und nicht aus dem Herzen. Denn im Herzen sind wir alle über unsere göttliche Flamme mit der göttlichen Liebe verbunden und tragen den Schutz des All-Einen. Ich, Itrim, der Befehlshaber der Friedensflotte, einer Flotte von Schiffen des Planeten Procyon, die derzeit die Erde umkreist, bin bei euch. Und wir werden nicht zögern, euch zu retten. Wir haben bestimmte Systeme für euch vorbereitet, die unter der Erde existieren, um euch ganz nah zu sein. Denn es ist die Aufgabe der Procyoner, euch zu helfen, die Hintergründe der großen Manipulation zu erkennen, welche seit einiger Zeit bei euch begonnen hat. Wir werden euch vor Schaden bewahren,
vor denen, die euch Unrecht tun möchten. Ihr solltet unbedingt erkennen, dass es nichts gibt, vor was ihr Angst zu haben braucht. Ihr solltet mutig sein, eure Augen offen halten und auf euer Herz hören. Dann werdet ihr sehen, dass es nichts gibt, wovor ihr Angst haben müsst. Wir, die Prokyona, werden helfen, diese große Manipulation zu durchschauen und in Frieden und Freiheit zu leben. Wir werden euch vor der gefährlichen Fremdbeeinflussung schützen. Und die negativen Schwingungen transformieren. Wir zeigen dir den Weg zu einer neuen, friedlichen und freien Welt. Wir sind deine Freunde. Wir sind die Friedensflotte. Wir sind die Prokyona. Wir sind für dich und alle Menschen da. Und wir werden nicht zulassen, dass euch etwas passiert. Das Licht von Prokyon leuchtet auf uns alle, auch auf dich. Lieber Mensch, liebes Volk der Erde, vertraue auf uns und folge unserer Führung, dann wird alles gut. Ich danke dir und ich danke euch mit dem Segen des Lichtes. Friede sei mit euch. Das war die Botschaft von Edrim. Und ich glaube, ihr habt gespürt, wie er genau weiß, was er sagt und wie er genau weiß, dass die Hilfe von Prokyon sehr stark sein wird. Ich danke euch, dass ihr hier wart. Ich wünsche euch allen eine schöne Zeit, eine Herzensumarmung und schreibt mir, was ihr in der Botschaft gefühlt habt. Schreibt es mir unten rein. Und wir sehen uns zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.